Gestern haben wir über sehr, so, wie und zu gesprochen. Heute werde ich dir beibringen, wie du ausdrücken kannst, dass etwas in einem hohen Maße passiert. Ja? Hallo, liebe Deutschlernende, ich bin Marco von Authentic German Learning. Viel Spaß mit diesem Video. Also, viel bedeutet reichlich, zahlreich, ja, also viel, ja, eine große Menge, viel, ja. Sie kaufte viel Obst, ja, sie kaufte zum Beispiel 10 Kilogramm Obst, ja, das ist viel Obst, vielleicht sogar zu viel Obst, ja, sie kaufte viel Obst. Extrem bedeutet, dass es äußerst oder unübertrefflich ist. Ja? Die zwei extremen Werte der Messung lassen wir wegfallen. Es sind anscheinend Ausreißer. Okay? Die zwei extremen Werte der Messung lassen wir wegfallen. Es sind anscheinend Ausreißer. Was bedeutet das? Ja, das bedeutet, dass jemand eine Messung gemacht hat. Ja, ein Wissenschaftler hat eine Messung gemacht. Und manchmal passiert es, dass eine Messung falsch ist. Ja, irgendein Fehler ist unterlaufen und deswegen sind die Messwerte sehr extrem. Ja, und dann nennt man diese Messwerte Ausreißer und man kann sie unter Umständen auch weglassen, weil wahrscheinlich ein Fehler passiert ist. Ja, also ein extremer Messwert. Ja, das bedeutet, dass es weit ab von den anderen Messwerten ist. Ja? Das bedeutet, dass dieser Messwert weit ab von anderen Messwerten ist. Ja? Extrem bedeutet auch außerordentlich, besonders, übermäßig. Ja? Das ist ein extrem starker Kaffee. Ja, der Kaffee ist nicht nur sehr stark, sondern er ist extrem stark. Ja, also in einem hohen Maße. Das ist extrem. Okay? Extrem in einem sehr hohen Maße. Ja? Und fast schon zu viel. Okay? Wenn ich extrem viel Obst kaufe, dann ist es eigentlich fast schon zu viel. Okay, vielleicht sogar noch mehr als zu viel, ja, nicht nur zu viel, sondern noch mehr, ja, extrem viel. Oder das ist ein extrem starker Kaffee, ja, ich spüre den Kaffee, ich spüre das Koffein, ja, das ist ein extrem starker Kaffee. Man benutzt übrigens auch das Wort ausgesprochen, ja, im vollen, uneingeschränkten Sinne des Wortes. Ja, zum Beispiel, er ist zwar kein ausgesprochener Streber, aber doch ziemlich ehrgeizig. Ja, er ist nicht im vollen Sinne des Wortes ein Streber, aber er ist sehr fleißig. Ja, und Streber ist ein Wort, das negativ aufgefasst wird und es bedeutet, dass jemand sehr viel lernt, aber auch ein bisschen nervend damit ist. Ja, ein Streber, der wird als schlecht angesehen, was eigentlich eine schlechte Kultur ist, ja, also Streber, also Leute, die viel lernen, die nach etwas streben, ja, Streber streben nach guten Noten in der Schule, ja, ein
Streber in der Schule ist jemand, der sehr fleißig ist und viel lernt. Solche Leute werden oft negativ gesehen in deutschen Schulen. Ja? Sie sind nicht sehr beliebt bei den anderen Schülern. Okay? Ein Streber ist jemand, der viel lernt. Und wenn ich sage, er ist kein ausgesprochener Streber, aber er ist sehr fleißig, meine ich, er ist sehr fleißig, aber er ist kein Streber im vollen Sinne des Wortes. Gut, ich hoffe, du fandest dieses Video hilfreich. Ich hoffe, du fandest die Erklärungen hilfreich. Schreib mir doch einen Kommentar, wie du es fandest. Ich bin gespannt.